Bei der zweiten Karte möchte ich rechts unten was hinschreiben. Das teile ich mir vorher ab, damit ich nicht versehentlich Herzchen drauf male. Und jetzt, da geht's los. Einfach quer über die Karte lauter Herzle verteilen in verschiedene Größen. Und die werden dann angemalt. Diese Ecke, die müsste nicht rechts unten sein, das habe ich mir jetzt halt so ausgedacht, man könnte sie auch mitten reinsetzen. Wichtig ist halt nur, dass man sich vorher markiert, damit man nicht versehentlich reinmalt. Ich verwende hier Deckfarben, wer hat, darf aber gern Aquarellfarben verwenden. Die Herzle werden jetzt mit einer Farbe angemalt, man kann ein bisschen mit dem Wasser variieren oder mal mehr Farbe reingeben, wie man möchte, nach Geschmack. Wenn die Herzen alle ausgemalt sind, sollte man die Karte trocknen lassen. Oder wer ungeduldig ist, so wie ich, kann sie aufföhnen. Jetzt einfach weitere Herzen einzeichnen und die Herzle dürfen auch die anderen Herzen ein bisschen überlappen. Die zweite Schicht Herzen möchte ich mit dem Rotton anmalen, der im Deckfarbkasten nicht vorhanden ist. Dafür mische ich einfach das Zinnoberrot und das Magentarot zusammen. Um zu sehen, ob der Farbton passt, einfach einen Klecks auf ein kleines Kärtle drauf machen. Und wenn es passt, kann man anmalen und wenn es noch nicht gefällt, einfach weitermischen. Ich habe mir hier entschieden, nur eine dritte Schicht Herzen drauf zu machen, die Karte wieder trocknen lassen, mit Bleistift neue Herzle drauf zeichnen, monoplastisch wieder überlappen lassen und dann mit der dritten Farbe die Herzen wieder anmalen. Jetzt wird die Karte nun beschriftet und dafür muss die Farbe ganz trocken sein. Ich könnte jetzt die Schrift von der ersten Karte auch nochmal verwenden. Das sieht man hier ganz gut, dass die auch von der Größe her gut passen wird. Aber ich habe mir entschieden, dass ich einen anderen Spruch drauf haben möchte. Und deswegen mache ich das nochmal neu. Wenn ich jetzt direkt auf die Karte geschrieben hätte, würde ich jetzt schon das erste Mal ratieren, weil man sieht, dass du bist die, ist viel zu weit links. Und deswegen wende ich dieses System so gern an mit diesem Butterbrotpapier.
Das Du bist die wird jetzt ein bisschen nach rechts versetzt und dann passt es genau so, wie es haben möchte. Und einfach genau da drunter legen und die Schriftgröße, die passt ja, und so übernehmen. Das mit dem Drunterlegen hat auch nur den Vorteil, man bleibt auch relativ gerad. Da braucht man nicht mal eine Linie ziehen, wo man draufschreiben muss. Wenn mir die Schrift auf der Skizze nicht zu 100% gefällt, dann verändere ich sie einfach ein bisschen so, dass sie mir halt gefällt. Wenn die Schrift getrocknet ist, kann man die Bleistiftlinien ganz vorsichtig wegradieren. Und so sieht dann die Variante 1 fertig aus. Für die zweite Variante werden die Herzle mit Feinliner nur zusätzlich umrahmt. Die Herzchenkarte wäre auch super als Valentinskarte geeignet oder als Hochzeitskarte.